Wir laden mal die ganze Chose. Wo waren wir gestern? Genau, wir waren dann dort gewesen, wo dieser Seher dann dort am Ende war, was wir dann mitgekriegt haben. Und der braucht aber noch das Buch. Er hat das Buch nur gebraucht. Da müssen wir quasi mit Professor Fick nochmal reden. Und wir stehen jetzt hier quasi vor der Tür. So. Na, wen haben wir denn da? Ja, okay. Oh, hier, das sieht doch, das wirkt doch für mich wie... Was ist denn das da? Ah. Muss man natürlich einsacken, ne? Und der David ist natürlich auch da. Einen wunderschönen Freitagnachmittag, ihr Lieben. Akio Popcorn. Das ist gut. Das ist gut. Müsste man eigentlich so noch vorstellen. Akio Popcorn. Sehr gut, sehr gut. Wingardium Leviosa, ihr Ravenclaws. Mensch, Thomas, mein Lieber. Schön, dass du auch vorbeischaust. Ich grüße dich. So, ich muss mich mal ganz kurz sammeln. Wir gucken mal. Wir sind ja auf jeden Fall in Hogwarts. Oh, warte mal. Wir haben eine Nebenquest in Hogsmeade. Folge den Schmetterlingen. Der Witwenmacher, 32. Monat. Stellt euch das mal vor, ihr Lieben. Vielen Dank für deinen Sub, mein Lieber. Hey, oh Keule, wie geht's? Ich hoffe gut. Mir geht's außer Halsschmerzen eigentlich ganz gut. Vorsichtig mit Salat essen, denn jeder weiß vom Salat, dass da der Bizeps schrumpft. Das stimmt. Da fehlen halt einfach die Proteine. Witwenmacher, ich merke schon, ich mache dir da nichts vor. Ne? Du weißt natürlich komplett Bescheid. Mir geht's sehr gut, Witwenmacher, sage ich ganz ehrlich. Ich hatte ja gestern frei, heute frei und konnte mich da so ein bisschen um YouTube jetzt so Vormittag kümmern immer. Und ja, jetzt Nachmittag einfach bis zum Abend mit euch jetzt halt einfach dieses Spiel hier weiter genießen. Ne? Also mir geht's momentan da wirklich sehr gut. Sind doch alle gesund im Umfeld, das ist doch auch immer mit das Wichtigste. Leute, machen wir uns mal nichts vor. Unser erster Weg sollte definitiv nach Hogsmeade sein. Und ich finde das auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht so blöd. Ich bin ja sowieso, ich stehe einfach auf diese Nebenquests. Alter, was steht denn hier alles so rum? Ach was. Ach was. Wir sind wieder beim Thema Schlüsselklatscher. Ah. Okay, wenn wir jetzt hier lang gehen, ihr Lieben. Irgendwo. Irgendwo. Muss hier ein Schlüssel sein. Ich, da! Da ist er! Ist er, der macht uns nichts vor. Warte mal, ich bin da. Ja. Haha, wir starten mit dem Schlüsselklatscher. Ja? Na? Ah, das Gerissene. Kannst auch die Quest erst weitermachen, wenn Fick mit dem Buch wieder da ist. Von daher hast du ja Zeit. Ja, stimmt, der ist ja... Wollte der nicht nach London? Was ist denn eigentlich die nächste Hauptquest, Danny? Ich sage mal so, der Hinweis ist jetzt gar nicht so blöd. Wie soll es denn jetzt eigentlich weitergehen? Unterrichtsstunde? Begib dich zur Flugstunde? Leute, das bedeutet, wir können heute fliegen. Ich bin mir ganz sicher, wir werden definitiv einen Besen heute kriegen. Oh Gott. Okay, wir haben hier von Professor Sharp ja auch noch Aufgaben. Das müssen wir auch noch machen. Warte mal, beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Ederus und teste sie zeitgleich. Dann kriegen wir Depulso. Zaubertränke Maxima? Ederus ist ja klar. Das ist ja hier dieses Versteinerus-Ding für die Abwehr. Zaubertränke Maxima. Ich sage mal, wenn wir jetzt in der Hogsmeade gehen, dann können wir mal gucken wegen ein paar Rezepten. Oh mein Gott, er hat fliegen gesagt. Ja! Wir können heute fliegen. Ey! Wo ist er? Das kam aus dem Nix. Geht dort um die Ecke. Da. Oh, da war ich ein bisschen zu spät. Ah, ich habe das Schlüsselklatschen verlernt. Ah!
Ich bin da mal raus, da ich mit deinem laufenden Let's Play nicht spoilern lassen möchte, wollte den Sub aber trotzdem da lassen. Ne? Witwenmacher, du bist einfach der Beste. Vielen lieben Dank und wir sehen uns, hören uns an anderer Stelle, mein Guter. Lass es dir bitte gut gehen. Achtung! Hast du gesehen, Witwenmacher? Wir sind in Ordnung hier. Ist da oben eine Seite? Halt, stopp, Bundeswehr! Sag mal, hab ich hier nur alles halbherzig gemacht? Jedes Mal, wenn wir die Gänge lang gehen, entdecke ich immer wieder Neues. Die Glocken der drei Schwestern. Man sagte, die Glocken der drei Schwestern seien ein Tribut an die gleichnamige wunderschöne steile Bergkämme, die sich majestätisch über eine Schlucht in Argyllshire erheben. Gerüchten zufolge kann man sie in der Schlucht weit über das Hochland hinaus läuten hören, wenn sie im Schloss geläutet werden. Die Einheimischen sind seit Jahren über das geheimnisvolle Läuten verblüfft. Ah. So, auf nach Hogsmeade, Leute. Und ja, ich laufe. Wollte schon sagen, wir müssen doch hier, lang? Ey, ich und meine Orientierung wie eine Bockwurst. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Das ist einfach der Wahnsinn. Ja, du weißt doch, einmal Schlüsselklatscher, immer Schlüsselklatscher. Das ist, glaube ich, mit der beste Spruch aus dem Let's Play. Bis jetzt schon. Pascal, mein Lieber, ich grüße dich. Dir auch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Ins wohlverdiente Wochenende. Und Süppchen ist auch da. Ich grüße dich. Dir auch ein wunderschönes Wochenende und einen schönen Freitag gewünscht. Oh, hier sind hier unsere Trompetenblumen. Warte mal, hier müssen wir mal gleich mal ein bisschen einsammeln hier. So sympathisch. Ich habe da echt die Macke, ne? Also bevor ich Hauptquests weitermache, müssen die Nebenquests erledigt sein. Mal sehen, wie ich mich heute zum Start mit dem Kämpfen anstelle. Aber dieser Edelrusttrank, den haben wir ja schon eben mal gemacht hier, Leute. Und vor allem sollen wir den auch mal ausprobieren, zeitgleich. Damit wir den Zauber kriegen. Erstmal dieses Maxima-Ding, was soll das denn sein? Bin mir sicher, wir finden es raus. Pilze! Die sahen auch schon mal besser aus. Die Pilze? Sag mal. Matthew ist jetzt gar nicht mehr glücklich mit dem, was er kriegt. Sprich mit Clementine Willardsay. Willardsay? Mit der hatten wir definitiv noch nichts zu tun. Der hat mal definitiv noch nichts zu tun. Was ist denn das hier eigentlich? Das sind Knuddelmuffs. Oh Gott, hallo. Wart doch mal. Ich kann denen doch nichts antun. Oh Gott, ich habe auf einen geschossen. Soll man mit denen irgendwas machen? Gehen die irgendwo hin? Was ist denn hier, Leute? Oh Gott, ich möchte einen Knuddelmuff haben. Was ist denn hier? Stehe ich nicht. Was ist das? So. Aber bisher hat man es ja immer gehabt, dass irgendwie so eine Nebenquest uns erklärt hat, wie man mit sowas umzugehen hat. Deshalb bin ich da ziemlichst entspannt. Wir nutzen die Möglichkeit ein bisschen zum Sammeln von ein paar Ressourcen. Thank you.
So, und dann wären wir mal ein bisschen die Nebenquests machen und shoppen halt, ne? Was haben wir denn hier? Hogsmeade. Hogsmeade, die einzige echte, das einzig echte, echtige fand ich gut. Das einzig echte Zauberdorf in Großbritannien ist seit Jahrhunderten ein beliebter Ort für Hogwarts-Schüler ab der dritten Klasse. Weil ab da dürfen die Wenster nämlich Butterbier saufen. Was ist denn das? Einen gemütlicheren Ort als Hogwarts. Ach, hier. Miezi. Glaub? Guck erstmal wie in dieser Nebenquest. Ah. Ganz schön was los hier heute, ne? Naja. So, was hast du denn? Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsey. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ja, soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthauptet werden, bis hin zu Spinnenhöhlen. Uah. Glaub mir, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Oh, ich verstehe das. Ich habe mit 11 Jahren den Film Chucky die Mörderpuppe gesehen. Das hat mir geprägt. Nur mal so ein kleiner, ne? Schlag aus der Jugend. Also gut. Wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Die Leute reden immer noch davon, wie sie den Troll auf dem Dorf... Nicht vergessen, die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Finde die Schmetterlinge im verbotenen Wald. Okay. Ich würde hier trotzdem gerne... Wo ist das jetzt hier? Warte mal. Hier so ist der Besenknecht. Schneiderei. Guck mal, hier gibt's Zaubertränke. Na, guck mal. Wegen diesem Maxima. Hereinspaziert. Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. Fokustrank? Wollten wir doch auch machen, ne? Guck mal, hier ist der Maxima. Ein Rezept für einen Zaubertrank, der den Zauberschaden des Trinkenden für eine kurze Zeit erhöht. Okay, also den müssen wir auf jeden Fall holen. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Und... Aber war nicht noch was mit Fokustrank? Ich hoffe, wir sehen uns. Ich will gucken, warte mal. Bald. Moment. Schaffe und teste einen Fokustrank. Schaffe die Zaubertränke Maxima und Ederus und teste sie zeitgleich. Hm. Wie kann ich heute behilflich sein? Also Fokustrank brauchen wir auch. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. So, gleich mal ein bisschen was verkaufen hier. Sehr gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. Was ist das? Ein identifizierter Gegenstand. Bring es in den Raum der Wünsche. Den haben wir noch nicht. Da haben wir hier auch erstmal wieder aufgeräumt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. So, jetzt aber mal die ganz große Frage, ob wir für die Rezepte, ob ich dort sehe, was ich da halt brauche, ne? Notizen sind's nicht. Seiten, ne, das ist... Das ist jetzt die große Frage, ne? Weil nicht, dass ich dann versuche, den zu
Braun. Sammlung. Bei Sammlung vielleicht, wegen Rezepte. Guck mal hier. Werkzeuge, warte mal. Hier. Ich brauche Blutekelsaft und Spinnenfangzahn. Haben wir. Für den Fokustrank brauchen wir Florfliegen. Flussgrasstamm. Wo haben wir das denn mal hergekriegt? Und die Sumpfkratlerzunge, das haben wir. Also die können wir machen. Fokustrank, dieser Maxima und Ederus haben wir ja schon mal gemacht. Wir müssen ihn halt nur mal anwenden. Sprich, ich würde mir aber gerne mal... Wir gucken mal, ob wir hier ein bisschen Flussgrasstamm kriegen hier noch in Hogsmeade. Weil wenn wir da nur einen haben... Wie kann ich heute, man weiß nicht, ne? Ja... Hier ist aber kein Flussgrasstamm. Ich könnte die Tränke kaufen, aber ich will sie lieber selber brauen, weil das einfach viel cooler ist. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Am besten guck gleich wegen Inventar leeren. Genau, Hammer gemacht, Danny, Hammer gemacht. Warte mal, ich will hier wegen Zutaten, ne? Mal gucken, ob wir hier diesen Fluss Grasstamm. Einfach mal Reserve nur 1, 2 vielleicht holen können. Dann kriegt man halt einfach mal einen neuen Zauber, dieser Depulso, um Sachen wegzustoßen halt. Guck mal, hier sehe ich es doch. Flussgrasstamm. Nehmen wir mal mit. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Nehmen die 2 einfach mal mit. Dünger. Guck mal, wir können das Flussgras auch pflanzen natürlich. Malvenkraut. Aber ich finde das halt so ein bisschen krass, dass wir bloß ehen. Ich nehme das auch mal mit hier. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Ich nehme alle mit. Dünger nehme ich auch noch mit. Halt mal so eine kleine Shoppingtour. Was willst du machen? Ich kann behaupten, meine Regale wären leer. So. Okay, jetzt geht es natürlich um die Geschichte mit dem verbotenen Wald. Will hier nicht rausgehen, ne? Jetzt haben wir in Hogwarts auch eine Nebenaufgabe? Wo denn da? Ach, das ist gemeint wegen eben dem verbotenen Wald. Oh Gott, ich war an einer unsichtbaren Kante. Oh Gott, was ist hier los? Also den Depulso-Zauber will ich ja auf jeden Fall haben. Müsste halt nur die Tränke brauen. Warte mal. Fässer mit Butterbier. In diesen Fässern wird das bei Hexen und Zauberern sehr beliebte Butterbier gelagert. Es wird sowohl kalt als auch heiß serviert und hat einen geringen Alkoholgehalt, der auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen. Das höre ich das erste Mal. Ist das tatsächlich so? Was ist denn hier alles? Mal hier. Oh, warte mal. Ich habe... Ey, wir können ja hier schließlich ein zweites Set machen, ne? Warte mal. Wie wechsle ich das Set? Ah ja. Dann will ich mir nämlich mal ein Erkundungsset basteln. Warte mal, der soll hier hoch. Machen wir mal den hin. Machen wir hier Reparo. Und hier halt erstmal so Sachen ranziehen und so. So ein kleines Erkundungsset halt. So, und wie kann ich das hier unten tauschen? Ah ja. Sehr gut. Okay, praktisch. Puh, Bäume. Laternen, alte Mauer. Aber so lilane Bäume, da wird es ja hier nicht so viel geben, oder? Auf geht's nach Hogsmeade. Kann das hier sein? Hat definitiv ein lilaner Baum mit dabei.
Es ist ja schon immer ein bisschen in der Nähe. Yes, man, mein lieber Grüß. Oh, guck mal, hier ist er! Hier ist es doch! Auch die haben wir. Ich drücke die falsche Taste. Warum? Was ist denn hier los? Ins Händen. Akio. Legioso. Ins Händen ab. Repar. Können wir anscheinend irgendwie noch nicht. Kann damit leben. Genauso wie wir ja auch noch keine Schlösser knacken können. Also kümmern wir uns jetzt um diese Nebenquest mit diesen Schmetterlingen. Und dann müssen wir unbedingt nach Hogwarts und die Tränke zubereiten. Das wird dann natürlich auch wieder eine gewisse Zeit dauern, ne? Eben mal diesen Maxima-Trank und den Fokustrank. Und dann müssen wir sie vor allem auch mal im Kampf dann verwenden. Oder allgemein halt mal verwenden. Aber das machen wir schon. Na, geht da alle Butterbier saufen? Von Butterbier wären Hauselfen also mehr besoffen. Das wusste ich nicht. Die Tränke doch zuerst, dann kannst du sie direkt im Wald einsetzen. An sich eine ziemlich gute Idee, muss ich mal sagen. Warte mal, dann gehen wir aber mal hier nach Hogwarts. So, wo war hier unten? War doch hier Glockenturm, oder? Warte mal, ich komme irgendwie besser zurecht, wenn ich zwar auf jeden Fall Unterrichtsraum Zaubertränke. Ah, jetzt habe ich das wieder mit dem Flohsamen gemacht. Komm, egal. Aus dieser Liste ist das halt ziemlich praktisch. So, Professor Sharp, grüß Sie, altes Haus. So, interagieren. So, wir wollen... Ein Maximaltrank, der dauert 30 Sekunden. Dann machen wir mal einen. Heute backe ich, morgen brau ich. Erhöht den Zauberschaden des Trinkenden für kurze Zeit. Wir müssen dann überlegen. Das heißt überlegen, wir müssen aufpassen. Ich glaube, wir sollten den Maximaltrank und den... Diesen Edulus, ich glaube, ich spreche das gerade falsch aus, diesen Verteidigungstrank. Die sollen wir gemeinsam mal nutzen. Haben wir? So. Und Fokus reduziert die Abklingzeit der Zaubersprüche. Haben wir? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dauert zwar eine Minute, aber dann ist das halt so. Schnubbi, mein Lieber, grüß dich. Ja, auch ein wunderschönes Wochenende. Schönen Start in den Freitag. Oh, ich habe jetzt heute Vormittag die Videos schon so angefangen halt vorzubereiten aus den letzten Streams hier zu Hogwarts. Und mit unseren zwei Streams haben wir jetzt tatsächlich für das Let's Play schon, ich glaube, auf was bin ich gekommen? 15 Folgen. Wahnsinn. 15 Folgen Let's Play schon aufgenommen. Ja, die müssen dann halt jetzt noch gecuttet werden. Also mit der Hälfte bin ich schon fertig. Thumbnails machen, hochladen. Damit das dann für die Leute auf YouTube dann noch läuft. Suchti. Du sitzt doch hier und guckst zu. Wer ist hier der Suchti? So, sehr gut. Und den haben wir ja noch ein paar...
Und den habe ich bloß eh, ne? Ich werde von dem Erdus-Trank auch noch mal einen machen. Und ich will mir hier eigentlich mal angewöhnen, die Zaubertränke halt auch zu verwenden, ne? Das habe ich ja schon mal erzählt beim letzten Stream. Das ist immer in so einem Rollenspiel, es gibt sowas, bei The Witcher war das bei mir ganz schlimm. Da wurde man wenigstens so ein bisschen gezwungen, das auch wirklich zu nutzen, wenn du dort diese Hexenjagden oder Geisterjagden gemacht hattest. Dass du da wirklich das richtige Öl für dein Schwert hast und so. Aber abgesehen davon habe ich das dort immer nie verwendet. Und hier will ich mir das halt auch wirklich mal angewöhnen. Und wenn ich jetzt eh mal hier bin, renne ich auch gleich mal ins Gewächshaus. Verbotene Abteilung. Da rennen wir nämlich gleich mal ins Gewächshaus und tun nur gleich mal was pflanzen. Es ist ja alles sonst verschwendete Zeit. Gerade geschaut, ich bin jetzt schon bei 18 Stunden. Ach, das ist ja kein Wettbewerb, dem. Aber es zeigt, dass dich das Spiel auf jeden Fall auch in den Fängen hat. Weil die sind nämlich hier auch fertig, ne? Versuchen. Ach, kann ich hier nicht noch eine zusätzliche Pflanze? Ich glaube, das kommt erst alles noch, ne? Naja, egal. Egal. Ich bin genau bei denselben Stunden wie Christian. Warum nur? So, verbotener Wald, bitte. Verbotener Wald. Ich nehme das jetzt, die Schnellreise hier. Wenn ich fliegen kann. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Wir können heute noch fliegen, Leute. Ist das nicht toll? Und jetzt suchen wir erstmal die Schmetterlinge. Dann das im Kampf halt mal verwenden, ne? So, Fokustrank? Wo ist mein Fokustrank? Halt, stopp! Hier, ach doch, hier ist doch der Ich bin doch doof. Fokustrank? Also einfach die drei Tränke immer gleichzeitig verwenden. Dann haben wir die Aufgaben fertig. Oh, hier sind Schmetterlinge irgendwo. Da! Da sind sie. Sie hat sich das nicht ausgedacht. So weit, so gut. Miss Willard, sie bekommt noch ihre Antwort zu den Schmetterlingen. Expelliarmus! Ah, das ist doch nicht blockbar, Christian. Einmal ja. Wo sind die jetzt hin? Die sind ja irgendwo. Ich habe bloß noch 4 Heiltränke. Das ist ehrlich gesagt nicht so cool. Oben sind Gegner. Wollen wir das bei denen gleich mal ausnutzen jetzt? Klar, pass auf, komm. Fokustrank. So, dann soll ich diesen Edarus-Trank nehmen. Hat er? Und dann sollen wir einen Maxima-Trank nehmen. Du bist ein... Muss echt erstmal wieder hinkommen. Wer ist er? Am wenigsten klappt das mit den Flüchen tatsächlich.
Was haben wir denn hier? Rivelio. Also eine Embleme für wahrscheinlich, um uns hier zu verbessern. Für diese Waffenslots. So, jetzt aber mal die Frage. Hat das geklappt mit den Aufträgen? Zaubertränke-Unterricht am Tag besuchen. Leute, das hat geklappt. Also wir tun den Unterricht besuchen und können dann den Zauber Depulso bekommen. Aber jetzt geht es ja erstmal um unsere in Fachkreisen genannten Metterschlinge. Nein, Schmetterlinge. Was sind sie? Die sind ja vorhin hier zum Wasser. Rivelio. Weg sein. Wieder Zeug rum. Sag mal. Wir haben mal gegen die Kröte gekämpft und hier sind die so runtergeflogen. Sind die? Meine kleine Metallinge. Ah. Aha. Sieh sich das einer an. Ich hätte gern gelesen, was das ist. Kehre zu Miss Willardsey zurück. Was ist denn das hier oben? Ein Spinnennest. Incendium. Komm, wir sind jetzt. Wir müssen wieder ins Zaubern reinkommen. Stupor! Jawohl! Hier geiles einzusammeln. Mir fallen Spinnenfangzahlen. Rebellion. Nicht umsonst ist das auf der Map ja angezeigt. Soll man irgendwie das Netz in Arsch machen? Incendium. Jetzt nicht so viel, ne? Rebellion. Das ist halt einfach nur so ein Crafting Point, um dann die Fangzähne zu bekommen. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Wir müssen einmal zurück nach Hogsmeade. Wie gesagt, ich habe leider, weil wir halt die Trophäe hier gekriegt haben, habe ich nicht gesehen, was wir dort jetzt in der Kiste hatten. Keine Ahnung. Dieser Anblick, es macht mich immer noch glücklich. Oh! Das hier eigentlich für eine Ruine? Haben wir uns die schon mal ein bisschen näher angeguckt? Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Rebellion. Rebellion.
Ich sag mal, oh, ein Powertrank, sehr gut. Gehen wir einfach mal querfeld ein. Hier sind wir wieder bei den Knuddelmuffs, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Boah, vor allem steht hier da weiblich. Soll ich sie dazu animieren, sich zu paaren? Ich weiß es nicht. Guck mal hier, vom Bauer Margot. Perfekte Weg, ne? Knuddelmuffs deutlich später. Okay, David, alles klar. Alle Wege nach Hogsmeade. Alles klar. Was ist denn hier? Demo? Das ist sehr gut möglich, dass das dann mit dem Tierwesenunterricht dann zu tun hat, Danny, das stimmt. Werden wir sehen. Scherzartikel laden. Sonkos Laden in Hogsmeade wird regelmäßig von Hogwarts-Schülern und Dorfbewohnern gleichermaßen besucht, da hier verschiedene Scherzartikel verkauft werden. So, meine Gute. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Hallo, Miss Willardsey. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh, wie schön. Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest. Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, falls ich mich traue. Niemand weiß, was wir dort eingesammelt haben.